Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, kurz nach 8, am Freitag, den 22. November 2018, Vorbereitungstag auf den Sabbat. Einer der wenigen Tage, der in der Bibel einen Namen hat, der Vorbereitungstag und der Sabbat. Das sind die beiden Tage, die einen Namen haben. Die anderen sind genummert. Habe ich mich heute über Skype wieder eingefunden mit meinen Brüdern Viktor und Michael aus Deutschland, die mich begleiten möchten bei der nächsten Lesung des wundervollen Buches, wo wir uns gestern 2,5 Stunden wirklich ganz schön verausgabt haben mit einer atembenehmenden Lesung, finde ich persönlich rückblickend. Ich habe sie mir noch nicht wieder angeschaut, aber ich finde es wirklich toll, was da alles gelesen und besprochen wurde, wo es um den Schießpulverkomplott von 1605 und König Jakobus und die überhaupt ziemliche Regentenschaft des Protestantismus in England in der Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts ging. Und daran anschließend kommen wir jetzt in der 18. Lesung dieses zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger auf ein Nachbarland zu sprechen, das wir heute als Niederlande oder Holland, wie es im Allgemeinen betitelt wird, kennen. Und das wird auch ganz interessant. Wir lernen da etwas über die Geschichte vom Prinz von Oranien, in die ich mich bis jetzt auch noch nicht richtig reingearbeitet habe. Also wird es für mich genauso viel Lernen sein wie für euch heute. Aber bevor wir mit der Lesung anfangen, möchte ich natürlich erstmal meine Brüder Viktor und Michael begrüßen. Michael, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Ja, hallo Jörg und hallo liebe Abonnenten und bald Abonnenten der Kanäle Joggler 66 und Jogglers Wars on Disinfo und so weiter und so fort und aller Nebenkanäle und Nebenkriegsschauplätze heute Abend wieder versammelt hier am Mikrofon der Michael, der heute Abend wieder gespannt lauscht, welche Kriminalromane der Herr Griesinger uns hinterlassen hat. Und da können wir halt letzten Endes immer drauf wetten, dass die Jesuiten am Schluss irgendwie gewinnen, weil ihnen doch jedes Mittel recht ist. Und der Zweck halt alles angeblich heiligt. Und deswegen sind die ganz unbiblisch unterwegs und aufgrund dessen fußen wir als bekennende biblische Christen uns einfach auf das Wort Gottes, das da heißt, du sollst nicht töten und du sollst den Nächsten lieben wie dich selber. Und deswegen verurteilen wir den ganzen Scheiß, den die Jungs über die ganzen Jahrhunderte gemacht haben. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer vielleicht, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich tue, und zwar das Wort übergeben an den Viktor. Ja, hallo, moin moin, ihr beiden. Auch schön, mal wieder dabei zu sein. Ich fand auch so die Lesung jetzt gestern, oder das ja, war gestern die letzte Lesung auch für mich auch nochmal so interessant rückblickend, weil ja, es ist ja auch, du das kurz angesprochen hattest, Jörg, das damalige Schießpulverkomplott, so wie es ja auch der Griesinger in seinem Buch beschreibt, ist ja damals ein Gipfel ja in der Art und Weise, wie sie nach ihrem Motto Inri, ich habe jetzt leider nicht genau den lateinischen Ausdruck dafür, aber Justum Necer Reges Impius. Ja, vielen Dank dafür, was so viel bedeutet, wie es ist, rechtens pietätlose und ketzerische ja, Könige, Herrscher zu entfernen. Da hast du aber das Deutsche viel besser drauf als ich, da stotter ich mir immer ein ab. Gut gesagt. Ja, okay. Na, jedenfalls ist es ja heute auch so, wenn wir an zum Beispiel den Präsidentenmord von JFK denken, dass das ja alles... Der heute sich verjährt, ne? Ach, der verjährt sich heute am auch. Am 22. Ja. November, ja. Ach, guck mal an. Ah. Und 22 plus 11, lieber Viktor, gibt wie viel? Warte mal, das macht eine 3 und eine 3, glaube ich. Ja. Genau, 3 ne? Ja. Mhm. Ist jetzt auch 58 Jahre her, also 13. Und das ist ja heute auch Thanksgiving, ne? So, weil ja, ich das mitbekommen habe. Das ist Thanksgiving, ja. Also so auch ein Götzenanbetungstag. Ja, und morgen haben sie den nächsten Götzenanbetungstag sich geschaffen, den sie dann Black Friday nennen. Ach ja, genau. Und dieses Cyber Weekend oder so, ne? So ein virtuelle Klickerei. Naja, je nachdem, also der Punkt ist, den ich machen wollte, heute wird das ja alles als Verschwörung abgetan und auch, sicherlich wissen wir, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren, dass ja selbst der Vatikan offen zugibt, dass sie über alle Medien und alles, was das beinhaltet, darüber verfügen und bestimmen. Und deshalb
sind solche Sachen natürlich heute alles Verschwörung. Und wie bei damals ja, oder wie der Giesinger das ja auch richtig jetzt rausstellte, dass letztendlich immer die schlauen Jungs dahinter stecken. Und ja, ich bin gespannt, was wir jetzt im kommenden Kapitel erfahren werden. Deshalb spitze ich meine Ohren und übergebe das Wort an dich, Jörg. Schön, Viktor. Danke auch Michael für eure Einleitung, alle beide. Und wir fahren halt in dem Buch jetzt fort. Warte mal, ich muss mal eben hier den Firefox zumachen. Das ist jetzt fertig. Das hatte ich noch runtergeladen. Wir fahren jetzt fort auf Seite 232 in dem Buch. Das ist immer noch das sechste Buch, aber hier jetzt das dritte Kapitel, der Meuchelmord an den Prinzen Willem und Moritz von Oranien. Dieses Buch geht über 12 Seiten. Das sage ich euch deswegen eben, dass ihr mich vielleicht in der Zwischenzeit erinnert, wenn ich am Ende nicht mehr weiß, wo ich genau bin. 232 plus 12 Seiten, und ich sage, ja, dann machen wir hier Schluss. Ihr sagt von, nee, kommt noch eine Seite, mach noch weiter bitte. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit wir hier jetzt fortschreiten, wie schnell wir da durchgehen, ob wir in einer halben Stunde damit durch sind oder in einer Stunde erst bei 6 Seiten sind oder so. Das werden wir dann sehen. Dieses Kapitel jedenfalls dauert 12 Seiten, bis es dann in das nächste Kapitel reingeht. Und es ist sicherlich, sicherlich sehr interessant, mal über unsere karawanierenden Nachbarn etwas mehr zu erfahren, weil die meisten Leute kennen die Holländer ja nur von irgendwelchen Holzbotten oder Holzschuhen und dafür, dass sie mit ihrem Wohnwagen ständig rumfahren. Und jetzt kriegen wir mal eine Kenntnis von den Holländern, so wie sie, oder den Niederländern, so wie sie im Mittelalter sich gegeben haben. Wie die Bewohner der Niederlande und des Seelandes durch die despotische Grausamkeit des spanischen Königs Philipps II., der sie ihrer politischen und religiösen Freiheit zumal berauben wollte, zur Verzweiflung getrieben, endlich im Anfang der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Fahne des Aufruhrs erhoben und in ihrem Grimm vor keiner Gefahr mehr zurückschreckend, trotzdem sie bei weitem die Schwächeren und Ärmeren waren, das spanische Joch, obwohl erst nach einem Kampfe von nahezu 40 Jahren, total abschüttelten. Davon hat der Leser ohne Zweifel aus der allgemeinen Weltgeschichte schon das Nötige erfahren, und es wäre daher nur die Zeit vergeudet, wenn ich diesen großartigen Kampf des Näheren schildern wollte. Ja, und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir diesen Kampf ruhig uns mal näher anschauen sollten. Nur tun wir das nicht heute, weil ich muss mir das selbst noch mal ein bisschen reinstudieren. Da geht es zum Beispiel um solche Geschichten wie den Herzog von Alva oder Alba. Dann geht es zum Beispiel um solche Geschichten wie die Guldenspurenschlacht, die wir hier in Belgien haben, wo ich ja wohne. Das wird hier ja immer rund erzählt, und da habe ich mich geschichtlich noch überhaupt nicht drüber informiert. Aber das war ein Aufstand der Bauern und der einfachen Menschen gegen diese spanische katholische Gewalt. Das war ein Aufstand des Protestantismus gegenüber dem Katholizismus. Und wenn ihr das irgendwo gelernt habt in der Schule oder wo auch sonst wo, dann schön, dann spricht der Autor euch hier aus dem Herzen, dass man sich das jetzt nicht hier weiter erklären müsste, weil das Zeitvergeudung wäre. Nur für mich persönlich wäre es keine Zeitvergeudung. Ich möchte mich der Sache einmal später, wenn ich Zeit habe, annehmen und mache hiermit also mehr oder weniger das Versprechen, dass ich das tun werde. Ob ich darüber auch ein Video tun werde, machen werde, das ist wieder eine andere Sache. Das werden wir dann mal sehen. Jedenfalls fährt Griesinger jetzt hier fort und sagt, nicht unterlassen aber darf ich, darauf hinzuweisen, dass die Söhne Loyolas an demselben gleich von Anfang an den allereifrigsten Anteil nahmen. Und dass König Philipp II. Von Spanien, der Despot und Tyrann, in niemanden einen energischeren Freund, die Niederländer aber, die Kämpfer um Freiheit und Wahrheit, in niemandem einen eingefleischteren Feind fanden, als eben in den Söhnen des Ignatius Loyola. Alle Mittel waren ihnen recht, wenn sie nur dahin führten, den Niederländern zu schaden oder dem Könige von Spanien zu nützen. Und sie scheuten sich ebenso wenig vor der Gewalt als vor dem Trug und der Hinterlist. Also dieselben Mittel anwendend, die wir von ihnen ja inzwischen schon gewohnt sind. Na? So ist es eine erwiesene Tatsache, fährt der Autor fort, dass sie in ihren verschiedenen Kollegien zu Antwerpen, Dürnik, Brügge, Douai, Maastricht, Gröningen, Nijmegen, Herzogenbosch, Breda und so weiter Waffen und Pulver für die Spanier vorrätig hielten, und in Utrecht machten sie sich sogar des Hochverrats schuldig, indem sie die Stadt dem Feinde in die Hände spielen wollten.
Man machte deshalb auch dem Rektor des dortigen Kollegiums, dem Pater Johann Baptist Bodden, dem Prokurator Gerward Possmann und dem Koadjutor Philipp Rottin den Prozess. Das heißt, sie wurden auf den Ausspruch des Gerichtshofes als der Verräterei überwiesen, auf öffentlichem Marktplatze enthauptet. Ganz dasselbe Schicksal hätten noch viele von ihnen verdient, denn insgeheim versuchten sie es überall mit dem Hochverrat an dem niederländischen Volke. Und deswegen war auch dieses oft so wütend auf sie, dass das ganze Ansehen der Magistrate und Behörden dazu gehörte, um sie vor dem Zerrissenwerden zu schützen. Am allermeisten jedoch wurde der Hass gegen sie erregt durch die schändliche Handlungsweise, welcher sie sich gegen das Haus Oranien schuldig machten. Und wenn man damals, als sie diese teuflischen Handlungen begingen, ihrer habhaft geworden wäre, so würde sicherlich kein einziger mit dem Leben davongekommen sein. So, und jetzt lesen wir über Prinz Wilhelm von Oranien, und da habe ich mal ein Bild rausgesucht. Das ist dieser Herr hier. Es ist aus der Geschichte bekannt, dass Wilhelm I., Prinz von Oranien und Graf von Nassau, genannt der Schweigsame, in dem Kampfe des niederländischen Volkes um seine Befreiung vom spanischen Joche nicht bloß eine bedeutende Rolle spielte, sondern dass er vielmehr geradezu als der Gründer der niederländischen Freiheit angesehen werden darf. Er war es ja, der sich anno 1570 an die Spitze der großen Bewegung stellte und nur seiner Klugheit, seiner Tapferkeit, seinen Talenten verdanken es die Generalstaaten, dass sie nicht gleich im Anfang schon von der spanischen Übermacht erdrückt wurden. Wir lernen hier also, dass es um das Jahr 1570 geht und wir erinnern uns, in Frankreich, ein wenig südlich von Flandern oder auch Niederlande gelegen, kam es 1572 zum St. Bartholomäus-Massaker. Kann sich nun aber unter solchen Umständen noch jemand darüber wundern, wenn der Schweigsame den besonderen Hass des Königs Philipp und seiner getreuen Freunde, der Jesuiten, auf sich lud? Kann man sich darüber wundern, wenn die Letzteren beschlossen, zu allen Mitteln, auch den Äußersten, zu schreiten, um sich so eines so furchtbaren Gegners zu entledigen? Wahrhaftig, wenn überhaupt irgendeinmal, so war es hier, bei dem Prinzen von Oranien am Platze, den Lehrsatz vom erlaubten Königsmord, Regizid, praktisch anzuwenden, ja, INRI, was Viktor vorhin ja doch erwähnte, denn es lebte damals kein Mensch auf Erden, welcher dem Gelingen der jesuitischen Plane größerer Hindernisse in den Weg gelegt hätte als er. Und über dem gab es niemanden, der ihn hätte ersetzen können. Wieder also mit ihm, dem schwer Verhassten, nieder mit ihm durch Gift oder Dolch, nieder mit ihm durch Pulver oder Blei, damit über seinem Leichnam die holländische Nation wieder ins alte Joch der Tyrannei und des Aberglaubens Roms geschmiedet werden könne. Der erste Mordangriff auf den Prinzen Wilhelm geschah durch Johann Jourgui, einen Jüngling von noch nicht 25 Jahren, und die näheren Umstände sind folgende. Zu Anfang des Jahres 1582, das ist übrigens das Jahr, in dem Antichrist Papst Gregorius den gregorianischen Kalender, den wir heute haben, einführte, sah sich ein zu Antwerpen etablierter Spanier namens Caspar Anastro auf dem Punkte, bankrott zu machen, und klagte also seine traurige Lage einem vertrauten Freunde, der sich unter dem Namen Juan de Asunca bei ihm aufhielt, in Wahrheit aber kein anderer war als ein verkleideter Jesuitenpater, denn offen durfte sich damals kein Mitglied des Ordens in Antwerpen zeigen. Einige Zeit später machte ihm nun sein Freund Asunca, der inzwischen eine kleine Reise gemacht hatte, ohne Zweifel, um mit seinen Oberen Rücksprache zu nehmen, unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit die Eröffnung, dass es ein Mittel gäbe, durch das er sich aus seiner fatalen Lage ziehen könne, und zwar ein sehr verdienstliches Mittel. Nur gehöre einiger Mut dazu, dasselbe in Ausführung zu bringen. Natürlich wollte Anastro sofort das Nähere wissen und erfuhr nun, dass es sich um die Ermordung des Prinzen von Oranien handle,
für welche Tat die Summe von 80.000 Dukaten ausgesetzt sei. Dieses Anerbieten reizte ihn außerordentlich. Und da ihn Asunka auch noch vom Standpunkt des religiösen Fanatismus zu bearbeiten verstand, er versprach ihm, dass er die Welt von diesem grässlichen Ketzer befreie, einen Platz im Paradiese, gerade in der Mitte zwischen Jesus und der Maria, so sagte derselbe endlich zu, den Mord zu begehen. Allein zwischen Handeln und Sprechen ist ein himmelgroßer Unterschied. Und einer, der niederträchtig genug ist, eine Schandtat begehen zu wollen, besitzt deswegen nicht auch zugleich die Kraft, sie begehen zu können. Dies zeigte sich sofort bei Anastro, der viel zu feige war, den versprochenen Mord auch nur zu versuchen. Dagegen wandte er sich an seinen bisherigen Kassier namens Menero, der schon viele Jahre bei ihm in Diensten stand und jedes seiner Geheimnisse kannte, ob nicht vielleicht dieser, natürlich gegen Teilung des Lohns, in Person in die Lücke treten wolle, oder aber doch wenigstens ein Individuum namhaft machen könne, welches die Tat vollführe. Für sich selbst lehnte Venero unbedingt ab, obwohl nicht aus Abscheu, sondern aus Furcht. Allein er kannte den fanatischen jungen Menschen namens Johann Jurgui und diesen schlug er vor, für die Sache zu gewinnen. Asunka wie Anastro willigten ein und alle drei bearbeiteten nun den jungen Fanatiker so lange, bis derselbe von der glühendsten Begeisterung erfasst wurde. Er schwur also, er wolle, um den Himmel zu verdienen, den Prinzen von Oranien, den Erbfeind der katholischen Sache, aus der Welt schaffen und bestimmte den 18. Mai zur Ausführung der Tat. Auch nahm er hierauf bei seinem gewöhnlichen Beichtvater Antonius Timmermann, einem Dominikanermönch, das Abendmahl, also wir lesen wieder einmal den Eucharist, ja, und da ihn dieser in seinem lobenswürdigen Vorhaben, das ja rein zur Ehre Gottes unternommen werde, ad majorem Dei gloriam, das Motto der Jesuiten, alles zur größeren Ehre Gottes, noch bestärkte, so sehnte er sich förmlich nach der Stunde, in welcher er den Mord zu begehen versprochen hatte. Nicht so wohl zumute war es dagegen dem Anschrifter der Schandtat, dem sogenannten Juan de Asunta. Denn so wie der 18. Mai näher und näher rückte, so verschwand er plötzlich mit seinem Freunde Caspar Anastro aus Antwerpen. Und die beiden brachten sich beim Prinzen von Parma in der Stadt Tournai in Sicherheit. Sie dachten, der Jüngling könnte, wenn über der Tat gefangen genommen und sodann auf die Folter gebracht, ihren Namen nennen. Und in diesem Fall wären natürlich ihre Tage gezählt gewesen, sobald man sie erwischt hätte. In Tournai aber dominierten ihre Freunde, die Spanier, und sie konnten also von da aus den Strafgerichten des Oraniers Hohn sprechen. Endlich kam der vielbesprochene Tag herbei, an welchem Jurgui sein blutiges Vorhaben ausführen wollte. Es war ein Sonntag, und der Prinz von Oranien begab sich deshalb, wie er an allen Sonntagen gewöhnt war, in die Kirche, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Ihm folgte Jurgui, selbst festtäglich gekleidet, auf dem Fuße, allein er konnte wegen der starken Begleitung des Prinzen nicht in seine Nähe kommen. Von der Kirche begab sich der Oranier in die Zitadelle zurück, in welcher er residierte, und setzte sich da bei offenen Türen, so dass jedermann zusehen konnte, mit seiner Familie und einigen ausgezeichneten Gästen zu Tische. Nach Tisch meldete man ihm, dass ihn ein Bittsteller zu sprechen wünsche, und er stand sofort auf, um aus diesem Speisesaal in ein Nebenzimmer zu gehen. Wie er aber da eintrat, fiel ein Schuss, und er fühlte sich hinterwärts von einer Kugel getroffen, welche unter dem rechten Ohr eindrang, durch die obere Kinnlade fuhr und durch den linken Backen wieder hinausging. Er stürzte zusammen, als wäre er vom Himmel herabgefallen, denn der Schuss war so nahe an ihm abgefeuert worden, dass sogar seine Haare von dem Pulverblitz Feuer fingen und er im ersten Momente nicht anders glaubte, als die Zitadelle stürze über ihm zusammen. Die Ohnmacht dauerte jedoch nicht allzu lange, und als er wieder zum Bewusstsein erlangte, beeilte man sich, ihm zu melden, dass ein Meuchelmörder auf ihn geschossen habe. »So schont sein Leben«, rief er nun, »und bringt ihn vor mich, sobald ich verbunden bin, denn ich will ihn selbst verhören.«
Gewiss, ein äußerst großmütiger Befehl, der die Herrlichkeit seines Charakters ins schönste Licht stellt. Überdies ein äußerst kluger Befehl, weil man nur auf diese Weise die wahren Urheber, und daran lag doch unendlich viel, mit Sicherheit entdecken konnte. Leider jedoch kam der besagte Befehl um eine Viertelstunde zu spät. Indem die Gäste des Oranias sich alsbald nach Abfeuern des Schusses auf den Attentäter warfen und ihn in ihrer ersten Wut mit ihren Schwertern buchstäblich zerstückelten. Beinahe hätte man also, da ihn niemand kannte, nicht einmal erfahren, wer er nur sei. Allein, wie man die Taschen seiner Kleider untersuchte, fand man einen jesuitischen Katechismus sowie eine Schreibtafel, auf der alles notiert war, was man zu wissen begehrte. Man erfuhr also nicht nur, wie er selbst, sondern auch, wie seine Mitschuldigen hießen und setzte sofort alle verfügbaren Kräfte in Bewegung, um diese Attentäter zu fahen. Also zu jagen, sage ich jetzt mal. Es gelang solches aber aus den bereits weiter oben angeführten Gründen bloß bei Venero, dem ehemaligen Kassier Anastros, sowie bei Timmermann, dem Dominikanermönche. Und da beide auf die Folter gebracht ein umfassendes Geständnis ablegten, so verurteilte man sie natürlich nach damaliger Sitte zu einem außerordentlich martervollen Tode. Dieses Urteil wurde aber nur teilweise vollzogen. Das heißt, der hochherzige Wilhelm schenkte ihnen die Martern und begnadigte sie zum Tod durch Erdrosselung, worauf man ihre Körper in 4 Teile zerschnitten, zum abschreckenden Beispiel auf sehr hohe Pfähle gesteckt wurden. Auf diesen Pfeilern blieben sie 4 Jahre lang, bis anno 1586 die Spanier in Antwerpen einrückten. Da aber nahmen die Jesuiten, welche sich überall, wo die Spanier wieder einen Platz eroberten, alsbald ebenfalls einstellten, herab, stellten ein solennes, also wohl christliches, also katholisches Begräbnis mit ihnen an und behandelten sie überhaupt nicht anders denn als Märtyrer, welche für eine gute Sache den Heldentod gestorben. Wilhelm von Oranien genas vollständig von der schweren Wunde, welche ihm der fanatisierte jesuitische Emissär Jourgui beigebracht hatte. Allein er genas nur, um einige Jahre später einem neuen jesuitischen Attentate zu erliegen, trotzdem die Söhne Loyolas sofort nach dem Mordangriff aus allen Provinzen Hollands verbannt worden waren und man auf jeden, den man für einen heimlichen Anhänger derselben oder gar für ein verkleidetes, wirkliches Mitglied hielt, eine wahre Hetzjagd anstellte. Genug. Es war in den ersten Jahren des Monats Mai 1583. Da empfing der Schweigsame seinen Hochburgunder bei sich, der sich ihm als einen eifrigen Reformierten sowie als den Sohn eines Märtyrers für die neue Religion vorstellen ließ und welcher hierüber die besten Empfehlungsbriefe ausweisen konnte. Dieser Mensch hieß bei seinem wahren Namen Balthasar Gerards, aber Gerhard allein ernannte sich Balthasar Guyon. Und seine Ausweise besagten, dass er der Sohn eines gewissen Guyon sei, der wenige Jahre zuvor in Besançon seines hugenottischen Glaubens wegen hingerichtet worden war. Also er gibt vor, eine hugenottische, damit eine protestantische Linie zu haben, aus dieser Linie vorzukommen, zu einer Zeit, wo die Hugenotten in Frankreich noch schwer verfolgt wurden. Also mit anderen Worten, gibt er dem König zu verstehen, dass er da Unterschlupf sucht, weil er eben in seiner Heimat aus religiösen Gründen verfolgt wird. Besançon liegt ja in Frankreich, wie wir wissen. Wie übrigens mit dem Namen, so trieb Gerhard auch mit der Konfession ein falsches Spiel, denn er affektierte einen großen Eifer für den protestantischen Kultus, besuchte regelmäßig die protestantische Kirche und man sah ihn nie anders als mit der Bibel in der Hand, während er doch der fanatischste Katholik war, den es nur geben konnte. Doch dies alles kam erst viel später heraus, und bei seinem ersten Erscheinen am Hofhalt des Oranias wusste er sich so gut zu verstellen, dass kein Mensch in die Wahrhaftigkeit seiner Angaben auch nur den mindesten Zweifel setzte. Wilhelm I. von Oranien, der Schweigsame, nahm ihn daher in seine Dienste und gebrauchte ihn zu allerhand Missionen, welche Verstand und Gewandtheit erforderten,
namentlich auch seiner Sprachkenntnisse wegen zu Ausspionierung des feindlichen Lagers. Von einer dieser Missionen nun kam Gerhard im Anfang des Juli 1584 nach Delft, wo sich eben damals Wilhelm von Oranien befand, zurück und wurde sofort ohne Schwierigkeit bei dem Prinzen, der sich noch im Bette befand, vorgelassen. Er stattete demselben genauen Bericht ab über das, was er erfahren, und der Schweigsame bezeugte sich so zufrieden mit dem Resultate, dass er Befehl gab, dem geschickten Emissär zum Lohn für seine Dienste eine bedeutende Summe auszuzahlen. Überdem bemerkte er ihm noch persönlich, er würde ihm mit nächsten eine neue, wichtige Sendung anvertrauen, und derselbe solle sich daher in einigen Tagen abermals im Schlosse einfinden. So schieden sie, wie es schien, beiderseitig sehr zufrieden miteinander, und die Umgebung des Oraniers betrachtete den Guyon, wie er damals hieß, also Gerhard auf Französisch mehr oder weniger, nicht anders als für einen Lieblingsbediensteten des Herrn, bei dem man bei seinem Gehen und Kommen das tiefste Vertrauen schenken dürfe. Am 10. Juli morgens erschien Gerhard wieder im Palaste und ließ sich beim Prinzen melden. Allein dieser, anderweitig beschäftigt, nahm ihn nicht an und bestellte ihn auf den Nachmittag. Nun ging Gerhard in den Hof hinab und trieb sich da längere Zeit herum, ungefähr bis mittags 1 Uhr. Um diese Zeit hatte sich Wilhelm in den Senat begeben und betrat, nur von wenigen begleitet, ebenfalls den Hof. Da ging Gerhard schnell auf ihn zu, trat ganz nah an ihn heran, wie um ihm etwas zu sagen, und schoss, wie er ihm hart auf den Leib gerückt war, eine mit 3 Kugeln geladene Pistole auf ihn ab. Mit dem Rufe »Herr, erbarme dich meiner Seele und meines Volkes«, sank Wilhelm von Oranien zusammen, denn er fühlte sogleich, dass er tödlich getroffen sei. Man hob ihn auf, trug ihn in seine Gemächer und holte eilends die Ärzte herbei. Allein, ehe diese noch kamen, war er bereits in den Armen seiner Gemahlin verschieden, ohne dass er noch ein weiteres Wort hätte sprechen können. Unterdessen hatte der Mörder, so wie er den Schuss getan, die Flucht ergriffen, und die allgemeine Bestürzung benutzend, in der sich jedermann befand, gelang es ihm, die Wälle der Stadt Delft ganz unbehelligt zu erreichen. Doch hier, wie er sich eben anschickte, die Gräben zu überspringen, holten ihn die Garden des Prinzen, die sich endlich von seiner Verfolgung zu seiner Erfolgung ermannten, ein, stürzten sich mit Mutgeschrei auf ihn und bemächtigten sich seiner mit leichter Mühe. Sogleich trat der Staatsrat zusammen, den Meuchelmörder zu verhören, und dieser legte sofort ein offenherziges Geständnis ab. Er heiße, sagte er, Balthasar Gerard, sei zu Ville in der Franche-Comté geboren, also Ville, ja, Stadt, in Franche-Comté geboren, und zähle jetzt 26 Jahre. Seine falschen Papiere, so fuhr er fort, habe er sich dadurch verschafft, dass er vor etlichen Jahren schon bei dem Sekretär des Grafen von Mansfeld im Namen Jean Dupré in Dienste getreten sei und sich hier offene Blankette, die mit des Grafen Unterschrift versehen und von Dupré auszufüllen waren, verschaffte. Der Entschluss aber, den Prinzen von Oranien zu ermorden, sei ihm erst dann recht lebendig geworden, als Jurguis den bekannten Fehlschuss getan. Doch hätten ihn Gewissenszweifel längere Zeit von der Ausführung des Verbrechens abgehalten, und er wäre wohl nie dazu fähig gewesen, wenn er nicht im Laufe des vergangenen Monats März in Trier, wohin ihn sein Beruf geführt, eines anderen belehrt worden sein würde. Dort aber habe er den Rat eines Jesuitenpaters eingeholt, und von diesem sei er nicht bloß in seinem Vorsatz bestärkt, sondern auch belehrt worden, dass es um einen solchen Mord ein äußerst verdienstliches Werk sei. Ja, dass er sich sogar, wenn er je dafür den Tod erleiden müsste, einen sicheren Platz im Paradiese erwerbe und in die Zahl der heiligen Märtyrer aufgenommen würde. Noch nicht ganz zufriedengestellt durch den Rat dieses einzelnen Paters, hätte er sich sofort nacheinander an 3 weitere Patres, lauter Mitglieder des gesegneten Ordens Jesu, gewandt, ihnen gebeichtet und von allen dieselbe Zusicherung der ewigen Seligkeit erhalten. So sei endlich der Entschluss in ihm zur Reife gediehen, und er habe die Tat vollbracht, ohne irgend Reue deshalb zu spüren.
Alles dies gestand Gerard ganz freiwillig im ersten Verhör. Vom Mitschuldigen aber wollte er nichts wissen. Und was die Namen der vier Jesuiten anbelangt, so erklärte er, dieselben nicht zu kennen. Den Tag darauf, am 11. Juli, brachte man ihn, um die ganze Wahrheit zu erfahren, auf die Folter. Doch setzte er nichts Neues hinzu, als dass er einige Wochen später, nachdem er von Trier nach Tournai gereist, sein Vorhaben, den Prinzen von Parma, Leutnant des Königs von Spanien und Statthalter der Niederlande, eröffnet habe und von diesem sowohl als dem deshalb herbeigerufenen Präsidenten des Regentschaftsrats Christoph von Assomville darin eifrigst bestärkt bzw. mit Versprechungen und glänzenden Hoffnungen überhäuft worden sei. Mal eben ein anderes Bild nehmen, anstatt den Prinz von Oranien, nehmen wir mal hier den Philipp II., König von Spanien, mit rein. Einer der blutdürstigsten Könige der Zeit, wie wir bereits hier an anderen Stellen auch in dem Griesinger-Buch inzwischen gelernt haben. In einem späteren Verhöre, das man am 12. Juli mit ihm anstellte, wiederholte er diese seine Angaben und da nicht der geringste Grund vorlag, in dieselben einen Zweifel zu setzen, so verurteilte man ihn bereits am 14. Juli jenes Monats zum Tode. Nicht übrigens zu einem gewöhnlichen Tode, sondern zu einem durch die fürchterlichsten Martern verschärften, den man auch sofort gleich darauf am 15. Juli in Vollzug setzte. Erst verbrannte man ihn mit einem glühenden Eisen die Hand, mit der er den Schuss getan. Dann riss man ihm mit heißen Zangen die fleischigen Teile seines Körpers Stück für Stück aus. Endlich zerhackte man ihn noch lebend in vier Stücke, von unten beginnend, das vierte, das Bruststück, aber öffneten die Henker mit raschem Schnitt, nahmen das noch zuckende Herz heraus und schlugen es ihm ins Gesicht, indem sie schrien: »Mörder, erinnere dich unseres ermordeten Vaters!« Länger als zwei Stunden dauerte die grässliche Marterszene, und selbst dann, als diese Bewegung der getrennten Glieder längst aufgehört hatte, war sie noch nicht vollendet. Denn es mussten nun noch die vier Körperstücke auf den vier Hauptstationen der Stadt mit Ketten befestigt und das vom Rumpfe getrennte Haupt des Gerichteten auf der höchsten Turmspitze ausgestellt werden. Auf diese Art endigte Balthasar Gerard, der Mörder Wilhelms von Oranien, des schweigsamen Prinzen. Und so grausam auch die Strafe war, so erachteten sie doch die Niederländer noch viel zu gering. Philipp II. Dagegen erhob die Familie des Mörders in den Adelstand. Und die Söhne Loyolas verkündigten auf allen Kanzeln über diese Geburten laut dessen Lob und Heldenmut. Ja, sie stellten zu seinen Ehren feierliche Prozessionen an, bei denen sein Bild als das eines Märtyrers vorangetragen wurde. Denn sie glaubten nicht anders, als dass nach dem Tode des großen Oranias die niederländische Rebellion mit Leichtigkeit unterdrückt und eben damit auch das Ketzertum ausgerottet werden würde. Damit hofften sie nicht bloß wieder in den Besitz aller der ihr entrissenen fetten Weideplätze zu kommen, sondern vielmehr ihre Herrschaft noch weiter auszudehnen, so dass ganz Holland in Bälde zu ihren Füßen sinken müsste. Diese Hoffnung jedoch ging nicht in Erfüllung. Nein, sie schlug sogar gründlich fehl. Der Schweigsame nämlich hatte einen Sohn, den Prinzen Moritz von Oranien. Und dieser Sohn, welchen die Generalstaaten von Holland sofort trotz seiner Jugend zu ihrem Statthalter, Führer und Oberhaupt erwählten, überragte den Vater noch an Feldherrenmut und Feldherrentalent. Die Spanier verloren daher von nun an noch weit mehr Terrain in den Niederlanden, als sie vorher schon eingebüßt gehabt haben. Und nach einem Dezennium lag die Gefahr nahe, dass in Kurzem ganz Holland verloren gehen müsse. War es nun unter solchen Umständen ein Wunder, wenn die Wut der Söhne Loyola sich mit jedem Jahre steigerte und wenn endlich ihre alte Mordlust wieder erwachte? »Nieder mit Moritz von Oranien«, riefen sie laut in ihren Kollegien, und wenn sie es außerhalb derselben auch nicht laut taten, so schauten sie sich dagegen umso emsiger nach einem passenden Werkzeuge um. Es wollte sich aber lange keines finden, denn die Leute fürchteten alle das Schicksal des Balthasar Gerard, und die Gewissheit des irdischen Lebens war ihnen lieber als die Hoffnung der paradiesischen
Seligkeit. Und das finde ich einen sehr interessanten Satz. Ja? Die Gewissheit des irdischen Lebens war ihnen lieber als die Hoffnung der paradiesischen Seligkeit. Ich meine, wenn wir das jetzt mal von der Lehre der Jesuiten hier abtrennen und auf die Bibel überschreiben, dann ist vielen Leuten ja das irdische Vergnügen viel wichtiger als das ewige Leben mit unserem Herrn im Himmel. Ich denke, das ist ein guter Moment, um meine beiden Brüder mal kurz zu einem Kommentar zu fragen, auch sicher zu diesem letzten Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe. Michael, Viktor, habt ihr da eine Bemerkung zu? Also ich fand diese Lesung jetzt mindestens ab 18 Jahre so blutrünstig, wie da alles dargestellt worden ist, holla die Waldfee. Zu dem Satz jetzt selber ist mir auch direkt klar geworden, dass es eigentlich ja dieselbe Entsprechung ist, dass die meisten halt in der materiellen Welt verhaftet sind, weil sie halt nichts anderes anscheinend kennen, beziehungsweise an nichts anderes glauben, als das, was sie mit ihren fünf Sinnen da tasten, riechen, schmecken, hören und Sonstiges machen können. Und da letzten Endes, glaube ich, liegt da auch genau da die Kuh begraben, warum die Menschen halt die Bibel auch nicht anrühren, weil es einfach nicht für diese materielle Welt für die Menschen eine Relevanz hat. Und hätte das eine Relevanz, würde die wahrscheinlich heutzutage eine viel größere Akzeptanz haben. Aber das zeigt mir eigentlich, dass sich dieser Planet zumindest geistig-spirituell eigentlich wirklich auf dem Abgrund zubewegt, weil immer weniger Menschen halt auch lesen und sich halt letzten Endes dann nur noch von den materiellen Dingen hier leiten lassen. Ja, da mal weiter in die Runde. Tja, Viktor? Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die Allgemeinheit, die Masse sucht halt ihr Heil in materiellen Dingen, die ja leider nicht zum ewigen Leben führen. Und ja, oder es sind ja dann auch manchmal dann halt diese, wie wir ja auch jetzt hier gelesen haben, diese vermeintlichen Werke, die das Individuum verrichtet, wo ihm dann eingetrichtert wird, ja, du kommst ins Paradies und ne, du hast dann Glückseligkeit im Himmel. Wissen wir, heute ist es ja ähnlich auch, findet jetzt so nicht im Katholizismus statt, aber ist ja letztendlich so eine Ähnlichkeit finden wir im Islam auch wieder und da ist es ja mittlerweile ja auch doch auch offenkundig, dass ja diese Extremisten oder Islamisten oder Fundamentalisten oder wie auch immer man die sich jetzt nennt oder nennen will, dass denen ja auch sowas versprochen wird. Du kommst ins Himmel, ins Paradies, dir wird dieses und jenes versprochen. Und ich denke, das müssen wir uns immer vor Augen halten. Es sind nicht die Werke, die uns erlösen. Es sind auch nicht irgendwelche Anhäufungen von materiellen Dingen oder von Schätzen, sondern es ist wirklich ganz allein nur der Glaube. Und damit einhergehend natürlich auch die Beachtung und Befolgung der Gebote und Gesetze, die unser himmlischer Vater uns in der Bibel offenbart hat. Ja, diesen Link zu den Islamisten mit ihren 72 Jungfrauen und so weiter habe ich ja gestern schon in der Lesung von der Pulververschwörung gelegt. Mir ging es jetzt hier drum im Grunde nur um den Fall, dass eben es geht hier um die Gewissheit des irdischen Lebens war ihnen lieber als die Hoffnung der paradiesischen Seligkeit. Jetzt geht es mir nicht um die falsche Lehre, die sie hier sagen von im Paradies seid ihr dann aber direkt nach dem Tod und so weiter und so weiter. Mir geht es einfach darum, dass wir auch in der heutigen Welt, in einer Welt leben, wo die Leute die Gewissheit, die Sicherheit, den Spaß, das Vergnügen dieses weltlichen, irdischen, materiellen, geldlichen, nenne ich es mal, ja, dieses Mammon-Lebens lieber haben, als die Hoffnung auf das ewige Leben, das Jesus Christus demjenigen verspricht, als unser Herr demjenigen verspricht, der an Jesus Christus glaubt, der an sein Opfer am Kreuz glaubt und der ihn als seinen Erlöser annimmt. Ja? Ein sehr wichtiger Satz, den Viktor hier gerade eben gesagt hat, das ist nur durch den Glauben. Ja, Errettung kommt nur durch den Glauben. Und dieser Glaube kommt erst und vor allem durch die Gnade Jesus Christus, dass er uns den Glauben gibt. Und dann kommt der Glauben durch das Lesen des Wortes Gottes.
Glaube kommt durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Bibel. Wenn man die Bibel nicht kennt, dann wird man dieses ewige Leben niemals haben können. Aber die Leute lesen ja lieber menschengeschriebene Bücher als das von Gott inspirierte, nur durch Menschenhand geschriebene Buch. Weil die Wörter, die in der Bibel stehen, die sind von Gott. Physisch geschrieben wurden sie von Menschen. Menschen, die geleitet wurden von dem Geist unseres Herrn. Das muss man mal ebenso deutlich sagen. Nur halt die Parallele zwischen, dass den Leuten hier das Paradies versprochen wurde, aber dafür sie halt ihr irdisches Leben opfern mussten, hat sie nicht überzeugt. Und genauso wenig kann man heute viele Menschen davon überzeugen, ihr irdisches Leben aufzugeben, sich dem Wort Gottes zu widmen und dann der Hoffnung des Versprechens des Herrn, das ewige Leben zu empfangen, folgen zu können. Noch eine Bemerkung. Ja, mach mal bitte. Ich denke, für mich zumindest ist es, ich sehe jetzt hier gerade auf dem 20-Euro-Schein auch noch so ein katholisches Fenster von der Kirche. Das ist ja mal spannend. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, okay. Ich denke, das große Problem letzten Endes, warum die Leute die Bibel nicht lesen, ist, dass sie einfach das größte Problem ist die Indoktrination, wie ich schon mal gesagt habe. Die Menschen glauben nur das, was sie sehen, beziehungsweise das, was sie zu sehen bekommen. Und da liegt halt einfach diese Pyramiden-Hierarchiestruktur zugrunde. Der da oben steht, gibt seine Befehle weiter und so weiter, bis sie unten im Volk angekommen sind. Und das Volk denkt, naja, was die meisten machen, so abends Fernsehen gucken und Fußball spielen und so weiter und so fort, wird dann wohl richtig sein. Es wird nicht hinterfragen. In dem Moment, wo jemand selbsttätig denkt und sich Fragen nach seiner Existenz stellt und Fragen nach dem Sinn seines Daseins aufkommen, dann wird die Bibel für die Menschen erst interessant. Aber zu dem Punkt müssen die Menschen erstmal kommen. Und da liegt auch, glaube ich, der Schlüssel darin, warum die Menschen dann so blutrünstig sind oder halt sich mit anderen Sachen abgeben, weil die Indoktrination über diese Schulsysteme, über die sogenannte Bildung und über die Masse so läuft. Die meisten sind halt einfach Mitläufer und möchten einfach nur ein bequemes Leben haben. Und diese Indoktrination sehen wir ja in den Religionen auch. Also wenn den Leuten als Selbstmordattentäter indoktriniert wird, dass sie ins Paradies kommen, dann verlassen sie sich wieder auf das Wort eines Menschen. Wenn die Leute daran glauben, dass sie in der römisch-katholischen Kirche diese und jene Sachen machen müssen, um in den Himmel zu kommen, um ihre Werke zu tun, dann glauben die das, weil die das auch wiederum von den Menschen dann hören. Und da sehe ich einfach das größte Übel darin, der größte Feind, den die Wahrheit hat, sind nicht letzten Endes die paar Menschen, die diese Lüge ausstreuen, sondern die große Masse der Menschen, die diese Lügen dann glauben. Das ist der wahre Feind, weil die Masse verbündet sich dann und die Masse möchte nicht als Hanebüchen oder Naseweiß an der Nase herumgeführt dastehen und behauptet dann halt einfach, nee, was wir machen, was die Masse macht, ist dann halt die Wahrheit. Und du hast die Masse einfach immer gegen dich. Das ist das Problem. Das Problem sind nicht die Herrscher eigentlich, das Problem ist die Masse, die den Herrschern hinterherläuft. Und das ist in jeder Religion, in jedem Staatssystem so zu beobachten. Die Masse ist halt einfach, die große Masse ist halt einfach oberflächlich und will letzten Endes nur zu Deutsch Sodom und Gomorra haben. Aber diese Indoktrination, das heißt diese Gedankenwelt und diese Prämissen, die als Voraussetzung und als wichtig herausgegeben wird von den Herrschenden, von der herrschenden Kaste, unabhängig davon, ob Politiker oder ob Prediger, meistens ja auch noch in einer Person vereint. Das ist das Problem. Die meisten Menschen denken halt einfach nicht selber und denken nicht nach und stellen die Dinge nicht in Frage, sondern glauben die einfach, damit sie in dieser Gesellschaft schön funktionieren und komfortabel durchs Leben gehen. Und das ist, glaube ich, auch die Sache mit dem schmalen Grat und mit der breiten Straße, die ins Verderben führt. Die meisten wandeln auf der breiten Straße und die breite Straße, ja, die nimmt halt einfach die meisten Menschen auf. Und jemand, der Herde hinterherläuft, der wandelt halt einfach auf der Straße, auf der breiten Straße, leider. Und da die Leute herauszuführen und dann zu sagen, komm mal mit, ich zeig dir mal eine andere Sache, da musst du dich halt einfach durch den Dschungel kämpfen, da hast du schon mal hier ein paar Dornen und dann haut dir auch mal ein Zweig ins Gesicht, dann blutest du mal, aber im Endeffekt danach lohnt sich das und du hast etwas für dich selber getan und du hast selber dein eigenes Leben in die Hand genommen. Ich denke, das ist halt einfach für die meisten auch unvorstellbar, weil sie mit dieser Indoktrination in dieser Matrix schon seit Jahrtausenden einfach gefangen sind und immer glauben, dass alles so sein müsste, wie man denen erzählt hat. Ich denke, die Indoktrination
Und die Macht der Masse ist nicht zu unterschätzendes Phänomen. Ansonsten hätten wir keine Selbstmordattentäter, ansonsten hätten wir keine Menschen, die auch wieder Menschen glauben, sondern die dann auch mal in Zweifel eine Frage stellen. Aber wenn man heutzutage schon sieht oder in jeder Zeit auch sieht, wie die Leute wegen 20 Groschen einer alten Oma auf dem Friedhof überfallen, dann kann man sich ja schon vorstellen, warum die Linie des Kains so erfolgreich ist, weil man da eben nicht nachdenken muss, sondern letzten Endes alles glaubt, was einem da vorgesetzt wird. Ich könnte unendlich drüber reden. Ich finde es halt einfach nur furchtbar, die Indoktrination und die Gehirnwäsche, die da draußen schon immer läuft, seit Jahrtausenden, dass die so erfolgreich ist. Ich finde es gruselig. Michael, herzlichen Dank für deine wunderbare Ausführung und dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Das war wunderbar vorgebracht. Und jetzt lesen wir. Jetzt lesen wollte ich mich auch nur kurz anschließen. Das fand ich auf jeden Fall auch ein sehr guter Kommentar. Und damals wie heute sehen wir, die Masse treibt halt nur mit dem Strom, ne? Oder lässt sich treiben vom Strom. Und es sind wirklich nur, jetzt würde es wahrscheinlich Jörg sagen, nur die ganz wenigen, die von Gott auserwählt wurden, die gegen den Strom schwimmen dann. Naja, nur lebende Fische schwimmen gegen den Strom, oder? In der Regel schon, ja. Tote Fische schwimmen mit dem Strom, weil die müssen ja nichts tun. Die lassen andere für sich denken und arbeiten. Ja, Jungs, ich habe mich da jetzt wirklich echt aufgeregt, weil wenn man das... wenn man die ganze Geschichte über die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende sieht, wie viele humane oder inhumane Dinge stattgefunden haben, die Kreuzzüge, die Verfolgung und so weiter und so fort und die letzten Endes ja alle prognostiziert und prophezeit geworden sind, da kann man letzten Endes nur einfach sagen, Herrje, hat denn keiner mal wirklich die 5 Minuten in diesem Leben Zeit, mal über sein eigenes Leben und über den Sinn des Daseins mal nachzudenken? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Jeder von uns wird irgendwo 50, 60, 70 oder 80 Jahre alt, die meisten zumindest. Ja, aber Gottvater im Himmel sieht dann halt einfach, guck mal, die Leute beschäftigen sich mit Zeitung lesen, die beschäftigen sich mit Fußball, die beschäftigen sich mit Wettbüros, mit allen möglichen Dingen, aber haben nicht die Zeit, mein Buch zu lesen. Und ja, man kann ja auch vielleicht auch anderer Meinung sein und die Bibel vielleicht nicht annehmen, nachdem man sie gelesen hat. Aber ich kann die Ignoranz nicht verstehen, warum Leute, mit denen ich spreche und deren Wohl mir am Herzen liegt, einfach so ignorant sind und dann sagen, ach, das ist ja alles völliger Quatsch, völliger Unsinn. Wie kann man denn eine Meinung zu etwas haben, wo man letzten Endes keine Meinung zu gebildet hat, weil man einfach die Sache gar nicht kennt? Das ist für mich einfach unvorstellbar. Ich kann auch keine Meinung zu einer Sache haben, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber genau das nehmen die meisten Leute an, Michael, dass sie da eine Meinung zu haben können. Die meisten Leute aus ihrer Ignoranz und Unkenntnis der Bibel verdammen die Bibel als ein von Menschen geschriebenes Buch, als Blödsinn, Gott als einen grausamen Herrscher im Alten Testament, der die ganze Welt umgebracht hat durch eine riesige Flut, der die ganzen anderen Völker durch das Volk Israel hat ausrotten lassen, ja? Und der Blutopfer gefragt hat und der sogar so grausam ist, um seinen eigenen Sohn ans Kreuz schlagen zu lassen und seinen eigenen Sohn opfert. Und sie verstehen es überhaupt nicht, weil sie sich nie selber damit beschäftigt haben. Ich meine, wie oft treffen wir nicht Kommentare auf YouTube-Videos an, auf meinem und auf meinen Videos und auf anderen Videos, wo die Leute sagen, der Gott aus dem Alten Testament ist nicht der Gott des Neuen Testaments. Was für ein hanebüchener Blödsinn. Ja, ich kenne auch Schriftsteller, die das sagen. Das können nur Leute sagen, die die Bibel selbst niemals gelesen, lassen, verstanden haben. Es sind immer Leute, die nichts davon kennen, die meisten Kommentare über solche Sachen abgeben. Nicht nur die Bibel, aber auch über die Bibel, Michael. Das kommen wir immer werden wir das wieder begegnen. Ja, und das Schlimme ist, mal abschließend dazu ist, ich rede jetzt gerade nicht von irgendwelchen zu Deutsch Vollhorns, sondern ich rede jetzt hier wirklich gerade von Menschen, die... Nein, die dürfen auch gerne gebildet sein. Die sind super gebildet, Universitätsdiplomabschlüsse, alles und du kommst bei denen durch diese Wand der Indoktrination kaum durch. Aber Michael, lies dann doch ganz einfach das erste Kapitel der Römer. Da steht es doch ganz deutlich drin, ja, Vers 22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja? Ja.
die Leute können so viel an diesen Universitäten studiert haben, wie sie wollen. Sie können so viele Jahre auf die Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium oder eine gemischte Gesamtschule oder was weiß ich gegangen sein, wie sie wollen. Da wird ihnen nichts von der Bibel gelehrt. Da wird ihnen nichts von der wirklichen Wahrheit gelehrt. Genau das ist der Grund, weshalb Martin Luther 1520 in seinem Werk an den christlichen Adel deutscher Nation für des christlichen Standes Besserung sagte, wenn wir unsere Kinder nicht tagtäglich in dem Evangelium unterrichten, was wir dringend tun sollten, dann werden die Schulen weit geöffnete Pforten der Hölle werden. Jede Lehreinrichtung auf dieser Welt, die sich nicht tagtäglich mit der Schrift befasst, ist verdammt, um auf den Weg der Verdammnis zu führen. Genau das hat Martin Luther so oder in ähnlichen Worten 1520 bereits gesagt. Und man soll sich jetzt nicht nur fokussieren auf die Schule, was in der Schule passiert, sondern man soll sich darauf fokussieren, was den Menschen in der Schule beigebracht wird für den ganzen Rest ihres Lebens. Dass sie alles gelehrt bekommen, vor allen Dingen diese Pseudowissenschaft, die sich ja uns als wirkliche Wissenschaft verkauft, ja, und Leute, die Jahre und Jahre damit verbringen, diese von Menschen geschriebenen Bücher zu studieren und damit irgendwelche Diplomas bekommen zu können, wie ein Bachelor oder ein Master oder ein Doktor oder einen Professorentitel oder was weiß ich nicht für welche großen Titel oder Auszeichnungen und Preise einheimsen können. Und die meinen, dass sie so unglaublich schlau sind, dabei haben sie noch niemals von der Wahrheit wirklich gehört. Und von der Wahrheit gibt es nur eine, und die ist das Wort Gottes. Und es ist das Wort Gottes, das sich uns in Wahrheit offenbart und das uns ganz deutlich zeigt, dass alle Lehre der Menschen, Gnostizismus, das gnostische Lehren in allen Lehreinrichtungen, in denen wir sind, der falsche Weg ist, weil er nur Erkenntnis bringt zu Resultaten, die Resultate bringen in diesem Leben des Mammons, aber die nicht weiter schauen als das und die uns niemals zum Verständnis des ewigen Lebens bringen. Des ewigen Lebens, das Gott jedem verspricht. Man muss es einfach nur annehmen. Unsere ganze Welt ist sowas von korrumpiert. Und wir leben in einer Zeit, gerade jetzt, Ende November 2018, wo es wieder auf dieses Saturnalienfest hingeht, Weihnachten, wo die Leute sich Geschenke schenken. Und nun doch mal ganz ehrlich, selbst wenn ihr jetzt keine Christen seid und ihr seht dieses Video und ihr hört mich jetzt das sagen, denkt doch mal, geht doch mal eben ganz ehrlich in euch selber. Ich schenke jemandem ein Geschenk, das hat einen gewissen finanziellen Wert. Und ich erwarte, seid mal ganz ehrlich zu euch selber. Ich erwarte in meinem Innersten ein Geschenk zurück, das ungefähr denselben Wert wieder hat. Ich schenke und werde beschenkt. Oder ich schenke und ich erwarte etwas zurück. Jemand verspricht mir zum Beispiel, mir zu helfen, und ich will ihm diese Hilfe zurückbezahlen. Ich will ihm diese Hilfe zurückbezahlen aufgrund einer Tat, die ich tue, aufgrund einer Ware, die ich ihm gebe, aufgrund von Geld, das ich ihm dafür gebe. Er ist so gut und schenkt es mir, aber ich will ihn nur vergüten, für was er für mich getan hat. Wenn ich das aber tue, dann ist das Geschenk kein Geschenk mehr. Dann ist es ein Tausch. Und niemand hat mir das deutlicher gemacht als Tom Fress, als er von der Geschichte erzählte, dass er einen alten Nachbarn hat, der um die 80 ist inzwischen, der nicht mehr vernünftig gehen kann und der so ein Golfcar hat. Kennt ihr diese Autos vom Golfplatz? Mit dem man auf dem Golfplatz rumfährt, das ist das Einzige. Caddies, ne? Ja, Caddy heißen, denke ich, die Leute, die diese Golfcarts fahren und die Golfschläger tragen. Aber jedenfalls diese Golfcarts, wie das im Englischen halt heißt, ist ja wurscht, ob das jetzt Caddy ist oder was auch immer, ihr wisst, was ich meine, der hat so ein Fahrzeug nur, um sich fortzubewegen. Und eines Tages funktionierte das nicht mehr und er saß da ganz, ganz zerdrückt, und das war dann auch noch auf dem Sabbat.
Und Tom kam da vorbei und der hat die technische Kenntnis, ihm damit zu helfen. Da hat er ihm gesagt, von, ich werde dir das machen, ich werde dir das wiederherstellen. Ja, aber ich kann dich ja gar nicht bezahlen. Da hat er gesagt, da hat Tom gesagt, ich mache das aus der Gnade Gottes heraus, weil ich dir helfen will. Du musst mir nichts zurückbezahlen. Ich will nichts von dir. Du musst mir nichts bezahlen, du musst nichts für mich tun, du musst mir nichts geben. Ich tue das aus freiem Willen, weil ich es kann und weil du mir leid tust und weil ich dir helfen will. Und er musste ihm wirklich erstmal das Versprechen abnehmen, dass er ihm nichts geben würde, dass er das Geschenk akzeptieren würde. Und trotzdem hat er noch genervt und genervt, ja, ich will dies und ich will das für dich tun. Und Tom, nein, dann ist es kein Geschenk mehr. Ich schenke dir das aus meinem Verständnis heraus, was Schenken ist. Und genau da gehen wir jetzt mit Weihnachten wieder hin. Der eine schenkt dem etwas und kriegt von dem anderen dann wieder was geschenkt und das geht hin und her. Aber schenken tun wir im Grunde überhaupt nichts. Wir tauschen irgendwelche, meistens auch noch nutzlose Dinge, einfach nur aus. Oberflächlichkeiten. Gott gibt uns das Geschenk des ewigen Lebens. Wenn wir nur die Hand ausstrecken und das Geschenk von ihm empfangen wollen. Das Geschenk, das er uns durch den Tod seines Sohnes am Kreuze vor knapp 2000 Jahren gemacht hat. Dass durch den einen, durch den Sünde in die Leben kam, Gott den anderen geschickt hat, der die Sünde wieder aus der Welt genommen hat. Dieses Geschenk müssen wir nur annehmen. Und wir können es nur annehmen, wenn wir es als Geschenk erkennen. Und um das Geschenk zu erkennen, müssen wir uns damit beschäftigen. Und das ist, indem wir das Wort Gottes lesen, das Buch lesen, indem wir Gott kennenlernen, indem wir Jesus Christus kennenlernen und dann die Regeln verstehen, nach denen er die Sache hier auf Erden geordnet hat. Weil nichts anderes hat er getan. Er hat das ganze Leben für uns geordnet. Der Teufel tut den ganzen Tag nichts anderes, als in diese Ordnung Unordnung zu bringen. Ordo ab Chao. Ja? Er unordnet all die Dinge, die Gott geordnet hat, und aus dieser Unordnung entsteht dann eine neue Ordnung, die nennen wir dann die neue Weltordnung, und jeder spricht darüber und keiner hat begriffen, worum es eigentlich geht. So, jetzt habe ich meine 5 Minuten gehabt und ich denke, dass Michael jetzt nochmal etwas sagen möchte. Nee, vielen Dank. Es bestärkt mich einfach darin, dass es halt mit vielen Dingen genau umgekehrt ist in dieser Welt, denn die einfachen Leute im Endeffekt, die ich kenne, die sind viel, viel nachdenklicher in diesen Dingen als die sogenannten schlauen Füchse, die ich da so kenne, die sich dann für so schlau halten, wie es in dem Römerkapitel halt einfach da Thema ist. Und ich bin halt tatsächlich auch froh, dass ich da irgendwo von diesem Zug runtergesprungen bin, dass ich halt weiß, dass ich ein Leben lang lernen muss und einfach nie irgendwo ein besonders weiser Mensch werde, weil ich halt als Mensch tatsächlich fehlbar bin und in Sünde lebe. Und von daher kann ich halt einfach nur mein Bestes geben. Aber ein wirklich Weiser, den gibt es hier nicht auf der Welt. Da war mal einer, aber der war auch nicht nur ganz Mensch. Und Jesus Christus, an dem kann sich niemand messen. Und auch ein Paulus war ja auch mal ein Saulus. Von daher habe ich ja noch Hoffnung, dass es viele da draußen gibt, die sich halt irgendwann mal eine Bibel schnappen oder das aus welcher Gnade heraus das mal mitbekommen, wie die Wahrheit dann tatsächlich aussieht. Und dann werden sie halt feststellen, dass sie halt Jahre ihres Lebens, so wie Tom Fress immer sagt, 50 Jahre seines Lebens weggeworfen hat. Und ich bin halt einfach froh, dass wir jetzt diese Lesungen machen, weil uns jede Lesung, die wir weitermachen in diesen super interessanten Büchern, einfach weiter bestärkt in dem Glauben und einfach sehen, dass es halt viele andere Menschen auch gibt, die dieselbe Meinung haben und die das sogar richtig eloquent zu Papier gebracht haben. Und dafür sind diese Lesungen auch gut, um uns halt weiter auch darin zu bestärken, dass wir auf dem sogenannten richtigen Dampfer sind. Ja, das war's. Gut, Viktor, die Lesung schließen wir ja jetzt ab. Wir sind ja bei 1 Stunde angekommen. Wir werden nächstes Mal dann fortfahren und dieses Kapitel über die Verfolgung der niederländischen Prinzen von Oranien zu Ende zu lesen. Aber ich denke, dass du auch sicher noch eine abschließende Erklärung hast, richtig?
Ja, also ich habe jetzt in dem Zusammenhang, was ihr jetzt zu Ende noch gesagt habt, kann ich mich nur zustimmen. Das war auch, denke ich, so ausführlich, dass ich da jetzt auch nicht weiter noch was zu beitragen werde. Ja, allgemein, was sieht man noch jetzt so? Damals sicherlich diese Angelegenheiten, weil wir auch gesehen haben, wie auch die Reaktionen ja auf diese Meuchelmörder gewesen sind. Ist ja letztendlich, wenn wir dann, ich weiß gar nicht, ab dem 20. Jahrhundert sehen, zum Beispiel die Zarenfamilie in Russland, die hat man einfach beseitigt, da war gar kein großer Aufschrei. Also jetzt, ich habe jetzt nicht so mitbekommen, dass da auch irgendwie das russische Volk da ja großflächig dagegen sich aufgelehnt hat oder auch sehr daran interessiert war, das aufzuklären, das Ganze. Man hat sich dann sicherlich auch mit einer ja doch sehr einfachen Begründung dann auch begnügt, die einem ja vorgetragen wurde. Ja, letzten Endes freue ich mich auf dann die nächste Lesung. Es gibt mir an sich auch immer sehr viel jetzt auch, wie Michael das noch zum Ende sagte, dass wir auch, denke ich, wenn wir zusammen auch solche Lesungen machen, dass uns auch uns fester schweißt in den Glauben. Und ja, deshalb freue ich mich dann noch sehr doll, doll aufs nächste Mal und ja, sag dann an der Stelle Tschüss. Ja, danke Michael, danke Viktor für eure Beiträge zu dieser Sendung. Und ich hoffe, dass jeder, der das hört jetzt natürlich, das wird lange nach Weihnachten veröffentlicht, ich weiß es, das wird nicht rechtzeitig sein, aber sich dann vielleicht nochmal zurückbesinnt auf die Zeit, wie er dieses heidnische Fest der Saturnalien durchgebracht hat und vielleicht mal darüber nachdenkt, ob ich nicht vielleicht recht hatte mit meiner Behauptung, die ich hier sagte. Und vor allen Dingen mit der Behauptung von Michael und mir zusammen, der sich Viktor natürlich anschließt, dass wir all diese ganzen Geschichtsbücher doch im Grunde nur verstehen können, wenn wir die Bibel daneben haben. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den Geschichtslehren aus dieser Welt. Ist dir gestern Abend, was war es, 21. November, glaube ich, war in dieser Sendung Das, die jeden Abend auf dem dritten Fernsehprogramm in Norddeutschland läuft, so ein Geschichtsprofessor am Sprechen, ich glaube, das war gestern oder einen dieser Tage doch jedenfalls, der sich unglaublich tief beschäftigt, hauptsächlich mit dem Ersten Weltkrieg oder mit dem Zweiten Weltkrieg und den Folgen, hauptsächlich für Deutschland dazu, mit Versailles und alles drum und dran. Und der quatscht da eine Dreiviertelstunde und du hörst ihn nicht ein einziges Mal die Verbindung legen zwischen Politik und Religion. Und als ich damals in der Schule war und Geschichte gelehrt bekommen habe, und das geht euch wahrscheinlich nicht anders, da hat man nie über die Verbindung zwischen Geschichte und Religion gelehrt. Deswegen gab es Geschichtsunterricht auf der einen und Religionsunterricht auf der anderen Seite. Aber im Geschichtsunterricht hat man die Verbindung zur Religion nicht gelegt und im Religionsunterricht hat man die Verbindung zur Geschichte nicht gelegt. Und das ganze Ausbildungssystem von uns ist darauf abgezielt, dass man eben diese Verbindungen nicht mehr legen kann. Wir dürfen keine Korrelation erkennen. Uns wird abgelehrt, selbst zu denken, selbstständig zu denken und Verbindungen herzustellen, die ja von Natur her sind. Aber uns wird das gesagt, dass es diese Verbindungen nicht mehr gibt. Und anstatt nachzuschauen, akzeptieren wir es und glauben es. Und deswegen sehen wir die Verbindung nicht. Der Griesinger schreibt ein sehr politisches Buch über die Jesuiten. Aber diese Politik ist 100% motiviert von der Religion der Jesuiten. Und wenn ich die Religion der Jesuiten nicht verstehe, dann habe ich auch keine Chance, ihre Wirkung auf dieser Erde, ihre Arbeiten auf dieser Erde zu erkennen und einzuschätzen als das, was sie sind und welches Ziel sie verfolgen. Ich muss dafür nicht mal selbst religiös sein. Das war genau das, was Bill Cooper damals gesagt hat. Die Führer dieser Welt folgen einer Religion. Du musst nicht selbst diese Religion folgen, du musst selbst nicht religiös sein, aber du musst wissen, welcher Religion die Führer dieser Welt folgen, um zu verstehen, was sie tun und warum sie es tun. Und genau damit ist das. Die Korrelation erkennen und die Verbindung zwischen Geschichte und Religion erkennen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Da können solche Bücher wie das von Griesinger helfen, zum allgemeinen Geschichtsverständnis. Aber schlussendlich kann euch nur ein Buch helfen. Das ist die Bibel. Und von daher
ist es unglaublich wichtig, dass ihr eure Bibel kennt und eure Bibel lest und euren Gott, euren Schöpfer kennenlernt, der sich in seinem Wort euch offenbart, das euch gratis zur Verfügung steht. Ja? Jeder Mensch kann sich gratis eine unkorrumpierte Schlachterbibel aus dem Internet ziehen. Oder kann sie sich für wenig Geld im Internet oder sonst wo in einem Bücherladen käuflich erstehen. Kann sie sich besorgen und kann sie aufschlagen und kann in ihr nachlesen, unter anderem das erste Buch der Römer oder das erste Buch Genesis, die Schöpfungsgeschichte, in der geschrieben steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist ein Satz, mit dem ich gerne abschließen möchte. Bis zur nächsten Lesung. Lest eure Bibel. Maranatha.